Ja, falls ihr euch fragt, was man hier alles im Hintergrund hört, das sind die ganzen Windräder, die alles diesen Krach machen. Ja, was man jetzt im Herbst auch relativ oft in der Nähe von Birken finden kann, und ja, vor allem, wenn die Birken in Fichtenwäldern stehen, ist das, ja, da könnte man den Pilz immer mit den Reizkern verwechseln. Das ist hier der Birkenmilchling oder Birkenreizker, wurde er früher genannt, oder auch wolliger Birkenmilchling, weil er am Rand hier so ein bisschen wollig-flaumig ist, vor allem wenn er trocken ist. Ja, bei Verletzungen milcht dieser Pilz hier, der hat eine weiße Milch. Schauen wir mal, ob es rauskommt noch. Na, da kommt sie so ein bisschen, die weiße Milch. Also wie gesagt, die essbaren Reizker haben eine orangene Milch und der hier wäre giftig, also wäre nicht so toll, den hier mit den Reizkern zu verwechseln. Der ist auch so leicht orange, aber allgemein viel blasser als die Reizker und vor allem hier die Lamellen. Ja, so orange-rosa. Ja, sieht dann schon ein bisschen anders aus und wie gesagt, an der Milch kann man es sehr sicher unterscheiden. So, jetzt kommen wir so langsam in den Hochwald rein. Ja, hier stehen auch wieder zwei schöne Steinpilze. Da müssen wir mal schauen, was die noch taugen. Und dann kann ich euch hier noch was zeigen. Müssen wir hier zu dem Eimer hin. Ja, ist eigentlich nicht so toll, im Eimer zu sammeln, aber wir haben jetzt kein kleines Körbchen mehr. Und hier stehen wieder echte Pfifferlinge. Zwei richtig schöne. Ja, den hier muss ich euch ohne mal zeigen. Hier neben diesem Holzklotz, der kleine Maronenröhrling. Ist ja wahnsinnig schön, wie die wachsen können. Schwupp, weg ist. Also hier diese Gruppen mit diesen lilanen oder ja so rötlichen Täublingen, die sind wirklich wunderschön. Aber wie gesagt, ich werde es heute nicht probieren. Ja, auch wenn ich schon einige von denen gezeigt habe. Ah, ich finde die einfach so schön, hier die Marönchen. Und hier haben wir auch nochmal eine richtig schöne Gruppe. Und direkt daneben noch ein Steinpilz, dazwischen noch eine Marone und der nächste Steinpilz. Und hier wächst auch wieder mal der Herbstrotfuß. Wie gesagt, der hat hier so einen extrem gelblichen Stiel. Im jungen Zustand noch gelbliche Röhren und der Hut ist auch meist sehr dunkelgraubbräunlich und die sind auch meistens viel kräftiger gebaut als die normalen Rotfußröhrlinge. Und was ja auch nicht so häufig vorkommt, dass der Hut so aufreißt. Die sind meistens ja so ohne diese Risse bzw. ohne dass der Hut so aufplatzt. Ja, es mag auch daher kommen, dass im Herbst meistens viel feuchter ist als im Frühsommer und Sommer. Ja, der nächste Giftpilz ist im Nadelwald auch sehr häufig, da er eben halt auf Nadelholz wächst. Den habe ich euch ja letztens schon mal gezeigt, das ist einer der Flemmlinge. Und in diesem Fall ist es der gefleckblättrige Flemmling. Das ist ganz einfach daran zu erkennen, dass die Lamellen hier so gefleckt sind, weil die Sporen da unterschiedlich schnell reifen. Jetzt schauen wir mal, ob wir das bei einem Jüngeren noch besser zeigen können. Ja, hier sind die Lamellen noch sehr hell. Na, vielleicht bei dem hier. Ja, hier sind sie auch noch sehr hell. Und dann fängt das eben halt an, dass das hier so fleckrig wird, wie bei dem Großen hier. Und der Stiel, der ist auch so bräunlich, leicht, silbrig-weiß, überfasert. Ist wie gesagt ein Giftpilz. Den sollte man nicht mit zum Beispiel Stockschwämmchen etc. verwechseln. Aber von der Lamellenfarbe und auch der Hutfarbe ist ja recht anders. Ja, hier noch ein kleines Pärchen Maronenröhrlinge. Richtig schön zusammengewachsen. Und dann kann ich euch jetzt noch was zeigen. Das sieht wieder richtig toll aus.
das Eimerchen weg. Ja, ein kleines Körbchen wäre natürlich besser. Schaut euch mal die an, wie schön die hier aus dem Stamm rauswächst. Das finde ich immer richtig toll. Und damit das Ganze nicht zu monoton wird mit den Maronen und Steinpilzen, hier jetzt nochmal der gelbe Knollenblätterpilz. Können wir mal gerade ganz entnehmen. Da sehen wir hier schön diesen leicht gelbgrünlichen Hut mit diesem schollenartig aufgebrochenen Velum Universale, also der Gesamthülle. Dann haben wir hier den Ring, der ist ja schon etwas vergangen. Also die Teilhülle, das Velum Partiale. Hier unten drunter die Lamellen. Die sind übrigens freistehend. Und die Knolle, die hier eigentlich recht scharf abgesetzt ist. Das kann man hier noch etwas sehen. Hier wäre noch ein zweiter, der ist aber nichts mehr geworden. Und jetzt, wenn man den Pilz hier so bricht, der strömt mir schon richtig dieser typische Geruch, der so an ältere Kartoffeln oder Kartoffelkeller erinnert. Ja, der gelbe Knollenblätterpilz ist wie gesagt ein Giftpilz und deswegen bleibt er hier stehen. Ich finde ihn aber auch öfters mit hier Maronen etc. zusammen. Ja, bei den Maronen, da müsst ihr natürlich aufpassen, weil die schimmeln ziemlich schnell, also dieser Goldschimmel. Sowas dann bitte nicht mehr sammeln und auch hier bei solchen Exemplaren da besser nichts mehr wegschneiden, da lässt man den ganzen Pilz da, weil das mit Sägefell echt vom Schimmel. Das kann schon im gesamten Pilz sein, obwohl man kann es eigentlich ziemlich gut sehen. Hier, wo das Fleisch auch sehr hellgelblich ist, das ist noch nicht befallen. Und dieses Bräunliche, da ist der Schimmel dann schon überall drin. Das ist schon am Verderben. Ja, hier haben wir jetzt wirklich nochmal eine wunderschöne Gruppe vom rauchblättrigen Schwefelkopf. Na. Der ist aber lang gewachsen. Wie ihr sehen könnt, da fehlen jegliche Grüntöne und der hat auch hier so rauchgraue Lamellen. Und insgesamt ist der Pilz eher in so bräunlichen Tönen gehalten. Ja, wirklich ein wunderbarer Speisepilz, wenn man den identifizieren kann bzw. sicher bestimmen kann. Und noch eine schöne Flockenhexe, die hat mein Vater gefunden und ich wäre zweimal fast drauf getreten. Boah, guckt euch mal an hier die Poren, wie schön rot die sind. Beziehungsweise nur die Röhrenmündungen sind ja rot. Ich muss da wieder ein bisschen schlau schnacken. Boah, wunderschön diese Farbe. Wunderschön. Ja, schöne kleine Fettsack. Aber was ich dazu sagen muss, also das ist jetzt wirklich nicht so, dass ich hier Steinpilz an Steinpilz finde. Das ist schon mühsam, das ist ein Zusammenschnitt, was ihr ja natürlich seht, von ein paar Stunden. Also das muss dazu mal gesagt sein, das kann ja im Video öfters mal so rüberkommen. Es wird mal hier wirklich Steinpilze ohne Ende und Maronen und hast du nicht gesehen ohne Ende finden. Aber es ist ja wirklich nicht so, weil es ist ja wie immer, das seht ihr ja nur ein Zusammenschnitt. Man kann ja schlecht mit der Kamera als durch den Wald laufen, da wird der Akku ja gar nicht reichen. Und so wird sich auch niemand angucken. Wären die Windräder nicht hier, dann wäre das wirklich noch schöner. Mit den ganzen Heidekräutern und Flechten, den ganzen Gräsern hier zwischen. Das wäre wunderschön. Und dann gehen wir mal gerade hier zu den Flechten. Und hier sehen wir auch schon die kleinen rosa Pünktchen, das sind wieder Sporenbehälter. Ja, sehr schön. Die violetten Rötelritterlinge kommen jetzt auch endlich mal einer größeren Stückzahl. Hier können wir uns mal angucken. Die Lamellen sind so hellviolett, genauso wie der Stiel. Und der Hut, ja, ist auch so violett, manchmal so ein bisschen rötlich-bräunlich in der Mitte. Ja, was er aber wirklich nie hat, das sind jetzt hier irgendwelche bräunlichen Sporenpulverreste oder hier so ein Haarschleier drum. Dann wäre es einer von den Kordinarien und da müssten wir aufpassen. Da gibt es ja so ein paar lila Dickfuß zum Beispiel, mit dem man den Rötelritterling nicht verwechseln sollte. Wenn man den bestimmen kann, ist das wirklich ein richtig toller Speisepilz. Und der hat auch einen ganz einmaligen Geruch. Ja, so richtig, ja, so fruchtig, blumig, richtig toll. Ich mag den Geruch richtig gerne.
Und die hier kommen auf jeden Fall mit. Ja, sie ist wirklich einer schöner als der andere. Ich hoffe, das wird jetzt hier nicht wieder zu eintönig mit den Steinpilzen. Aber ich zeige euch ja auch heute einige andere Arten, die es hier noch so gibt im Nadelwald. Der ist noch ganz fest. Sehr schön. Ja, und der nächste typische Pilz im Fichtenwald ist hier der Fichtenreizger. Typisch dieser orangene Hut mit diesen Grüntönen. Und wie alle essbaren Milchlinge milcht er hier orange. Das sieht man jetzt schon schön hier an den Fingern so ein bisschen. Ein bisschen verletzen. Ja, und da hat man hier diese orangene Milch. Aber den lasse ich heute auch hier, weil er dann sonst von den Steinpilzen total zerquetscht wird. Ja, hier den Ritterling, den hatte ich euch ja in meinem letzten Video schon vorgestellt. Der ist hier so leicht radial faserig, in der Mitte etwas bräunlicher, manchmal mit auch so, ja, mit so schwärzlichen Streifchen. Und zum Rand wird er dann etwas heller, so hellbräunlich-gräulich. Ja, jetzt kann man es auch mal schön sehen. Hier dieser gelbliche Stiel, die leicht gelblichen Lamellen. Für Ritterlinge typisch sind die ausgebuchtet angewachsenen Lamellen. Und das hier der schwarzfaserige Ritterling. Hier wird der Hut auch im Alter so ein bisschen wellig. Das wäre ein essbarer Ritterling. Der kommt eigentlich auch recht spät in der Saison. Ja gut, die kühlen Temperaturen haben jetzt, ja, wie schon gesagt, bestimmt die Fruchtung provoziert. Hat hier so ein, ja, weißliches Fleisch, relativ faserig, aber der bleibt heute hier. Also was hier jetzt in der Woche an Trompis nachgewachsen ist. Hey, das ist ja auch wieder gigantisch. Hier kann man wirklich bald Massen an Trompis ernten. Wirklich sehr schön. Und nochmal einen raus. Ja, auch diese gelbliche Hutfarbe, das zeigt auch noch, dass die relativ frisch sind. Ja gut, die können auch mal dunkler sein, wenn sie frisch sind. Und wenn die Trompis auch noch relativ frisch sind, dann ist der Stiel meistens noch schön leuchtend gelb und die Leisten sind auch noch eher so gelblich. Im Alter werden die dann leicht gräulich, aber wenn sie ein bisschen älter sind, macht das auch noch nichts, solange sie keine Trockenschäden haben. Schaut euch den mal an, wie schön der aussieht. Mit dem weißen Rand. Ja, wirklich genial. Und dann stehen ja auch noch schöne Maröhnchen. Ja, das hier, was so ziemlich aussieht wie eine Ziegenlippe, das ist der olivbraune Filzröhrling. Ganz nah mit der Ziegenlippe verwandt. Ich muss sagen, die Ziegenlippe, die mag ich wirklich gerne. Im Gegensatz zu den ganzen Rotfußröhrlingen etc. Die bleibt ein bisschen länger fest, fleischiger. Ja, und die kommt natürlich mit. Also was für die Ziegenlippe eben hat, gilt das auch für die zwei anderen. Wie hier den olivbraunen Filzröhrling. Jetzt hat er ein paar Würmchen. Die haben alle wirklich auch diese richtig schönen knallgelben Röhren. Wunderschön. Ja, Leute, jetzt schaut euch den Klopper hier mal an. Nee, das ist kein Steinpilz, das ist ein Maronröhrling. Ja, der ist ja wirklich riesig. Nur richtig schön fest, also. Boah. Wahnsinn. So, jetzt sich auch mal der Gifthäuptling finden lassen. Da haben wir diesen typisch silbrig gefaserten Stiel, kleinen Ring. Diese bräunlich-gräulichen Lamellen. Ja, dieser, ja, braun-rötliche, braun-orangene Hut. Der Verwechslungspartner vom Stockschwämmchen. Da müsst ihr auf jeden Fall aufpassen. Hier sieht man jetzt ziemlich gut die silbrige Faser am Stiel. Also passt da bitte auf, dass ihr den nicht verwechselt, denn das Stockschwämmchen hätte Schüppchen. Ja, und hier stehen sie mal wieder, die Birkenpilze. Wirklich von oben sehr schwer zu finden. Und da hinten stehen noch zwei, Bildmitte. Ja, hier haben wir jetzt noch den weißen Büschelrasling gefunden, oder weißer Rasling. Der ist dies ja wirklich total häufig, also hier steht der ganze Weg davon voll.
wie man sieht, der ist wirklich gänzlich weiß, also so ein schöner weißer Hut, der Stiel ist weiß, die Lamellen sind weiß, die sind hier jetzt ausgebuchtet angewachsen, die können auch mal herablaufend erscheinen, also das ist da ein bisschen unterschiedlich, wenn man dran riecht. Der hat wirklich was, also so ein bisschen was von Lärchensporen, also so leicht süßlich, aber dann auch noch so eine gewisse pilzige Note mit drin. Da können wir jetzt auch mal hier noch ein paar jüngere zeigen. Die sind jetzt hier, na jetzt fällt mir das Büschel hier schon auseinander, aber hier noch ein Stöckchen zwischen. Na, die sind jetzt hier nicht in ganz so extrem großen Büscheln wie der normale Büschelrasling, also der braune. Und hier der weiße Büschelrasling, der gilt übrigens nicht mehr als essbar, also der hat erbgutschädigende Stoffe in sich. Einmal noch ein ganz kleines Büschel. Aber das mit den erbgutschädigenden Stoffen, das ist zum Teil auch wieder umstritten. Also da sind sie noch ein bisschen dran rum am Forschen und da gibt es wie gesagt stetig neue Ergebnisse. Aber ich sammle mir den jetzt nicht ein, weil das ist mir jetzt einfach zu gefährlich. Wenn er dann doch enthält, dann ist er ja nicht ganz so toll und deswegen kann man sowas jetzt auch stehen lassen, weil es gibt ja genug andere Speisepilze. Ja, ihr könnt jetzt nochmal eine richtig tolle große Gruppe im Schopftintling sehen. Also hier stehen wirklich sehr viele rum. Auch schon Exemplare, die zu alt sind. Und da kann man jetzt mal schön zeigen. Übrigens, wenn ihr dran wischt. Na, meine Güte. Also wenn ihr dran wischt, der Pilz bleibt hier weiß, also nicht so grünig wie der Spechtintling. Und solange der Schopftintling noch rein weiß ist, ist er essbar. Wenn er hier so schwarz wird, dann sollte man den nicht mehr sammeln. Aber wir lassen die heute stehen, weil die sind so zerbrechlich. Und wohin damit? Wir haben schon genug Röhrlinge gesammelt. So, wir sind jetzt wieder bei den Trompetenpfifferlingen an unserer großen Stelle hier. Und was soll ich sagen? Hier steht immer noch alles voll. Kennt ihr bestimmt noch vom letzten Mal, die sind alle noch schön gut, aber da kann man schön wählerisch sein, da muss man sich nur die besten rauspicken. Und warte, noch viele neue kommen, das ist echt der Wahnsinn. Alles voll hier zwischen den kleinen Bäumchen. Wirklich alles voll. Bitte? Ja, auch das hier sind auch Trompete-Pfifferlinge. Also die können ja wirklich total variabel sein. Von hier fast total gelb. Bis hinüber zu ein bisschen mehr bräunlich. Und ja, dann so dunkelbraun. Und die können auch noch dunkelbrauner werden. Also fast schwarz obendrauf. Ja, der nächste Röhrling für heute. Das hier der Kuhröhrling. Mit diesen eher orangebraunen Farbtönen auf dem Hut. Einen ziemlich dünnen, langen, ja, hellbräunlichen Stiel und diesen ja, dunkelgrün, bräunlich-gräulichen Röhren. Ist ein ganz schöner Röhrling, der wird beim Kochen ein bisschen violett, aber ich mag die ziemlich gerne. Ist übrigens ein reiner Kiefernbegleiter, also der geht nur eine Symbiose mit der Kiefer ein. Und der nächste Kiefernbegleiter. Das ist hier der Sandröhrling. Mit dem wirklich total orangenen Fleisch. Sieht fast aus wie bei einem Kürbis oder bei einer Zuckermelone. Mit der eher so dunkelbräunlich-gräulichen Röhren. Ja, diesem ja, orange-bräunlich, auch zum Teil orange-bräunlich-gräulichen Hut. Schön fest. Also, solange sie so schön klein und knackig sind, da nehme ich sie gern mit, die Sandröhrlinge. Ja, hier in dem Gebiet stehen die Trompis, in einem Altbestand, wo da dann Naturverjüngung zwischen ist. Und hier in den Bereichen steht wirklich alles voll. So Leute, zum Schluss gibt es dann noch einen Blick auf unsere Funde. Ja, da haben wir hier diesen einen riesigen Maronröhrling, den habe ich mal separat hingelegt. Der ist dann auch super fest. Dann hier die rauchblättrigen Schwefelköpfe, gut, da muss man noch die ganzen Stiele wegschneiden, weil die sind ja zähnfaserig, da nimmt man nur die Hüte, aber zum Bestimmen immer noch mal besser die Stiele mitnehmen, dass man sich die Pilze daheim noch mal gegen kontrollieren kann,
Nicht, dass da doch irgendein Gifthäubling etc. bei drunter ist. Dann noch ein paar Rötelritterlinge, die sind jetzt so langsam am Kommen. Wirklich ein richtig toller Pilz, ich mag die richtig gerne. Ein paar Trompetenpfifferlinge, da steht ja wirklich der halbe Volt von voll. Also es sind richtig tolle Pilze, vor allem zum Trocknen. Aber jetzt kommen mal die richtig schönen Funde. Das sind hier einmal jede Menge kleine Maronröhrlinge im besten Alter und madenfrei. Obwohl ich muss ja heute dazu sagen, die Maronen waren ein bisschen mehr vermadet als letzte Woche. Aber es waren immer noch total viele schöne dabei. Gut, man muss da wirklich für suchen. Ein paar von den olivbraunen Filzröhrlingen ist ja ganz nah mit der Ziegenlippe verwandt. Die paar Hexenröhrlinge. Rotkappen natürlich. Ja, waren auch richtig schöne große bei, mal gucken. Ja, bei der kann man es gerade schön sehen. Die laufen dann unten nach einer Zeit so türkis an. Also sieht richtig toll aus, um die Heiderotkappe eben halt nochmal von der Espenrotkappe abzugrenzen. Und hier das Allerschönste für die meisten, die schönen Steinpilze. Da gab es heute auch wieder ein paar, nicht so viele kleine wie sonst. Aber ja, die großen sind auch schön. Ja, hier die paar Birkenpilze noch und, ach ja, hier ein Frauentäubling. Ja, in diesem Sinne, Leute, geht raus in den Wald, sucht euch auch ein paar Pilze. Gut, die Röhrlinge sind dies Jahr nicht so häufig, aber dafür gibt es hier die ganzen Pfifferlingsartigen dies Jahr wirklich in Massen. Und ja, wenn es bei euch jetzt noch trocken ist, es ist ja Herbst, solange es nicht friert und im Wald kommt der Frost ja auch nicht so schnell rein, also selbst wenn es so mal so ein bisschen raureif gibt, da besteht im Wald immer noch die Chance, dass da auch bis in November zum Teil hinein nochmal schön was an Röhrling kommt, also wie gesagt, schaut doch einfach nochmal ein bisschen nach, ob ihr da noch schön was findet. In diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal.